Auftakt für die Flachauer Bike Night ist das Promi-Rennen. Neben Lokalpolitikern mit dabei sind Snowboarderin Claudia Riegler und Andy Brommecker, der aus gesundheitlichen Gründen am Rennen selbst nicht teilnehmen kann. Ich wollte eigentlich mitfahren, ich habe damit spekuliert, aber leider bin ich jetzt ein bisschen krank geworden, ich habe ein bisschen Husten gekriegt und wenn man nicht topfit ist, dann soll man sich auch nicht antun. Aber aufs nächste Jahr werde ich mich gut vorbereiten. Beim Quietschentenrennen hat im Finale gegen Benjamin Karl Claudia Riegler die Nase vorn. Irgendwie einfach, man muss die Ruhe bewahren, die Spritzen immer gut aufpumpen und ja eben, nämlich am Schluss, wenn es dann in die Zielgerade geht, muss man schauen, dass man die Ente da mittig reinbringt und das ist mir irgendwie ganz gut gelungen. Der vierfache Snowboard-Weltmeister hat seine erste Bike Night noch gut in Erinnerung. Also wie ich das erste Mal dabei war, das ist schon ein paar Jahre her, da bin ich viel zu schnell weggefahren und dann bin ich so eingegangen am Schluss. Da habe ich nach einer Stunde schon drauf geschaut, weil ich dachte, das gibt es nicht, dass das nicht bald vorbei ist. Und ja, deshalb werde ich ein bisschen langsamer starten heute. Oder langsamer, aber ich werde mir es besser einteilen, sagen wir so. Unter den Startern befinden sich auch bekannte Sportler aus der Biker-Szene. Ist für uns Cross-Country-Fahrer doch was Besonderes, wenn mal so viel los ist neben der Strecke. Das Ganze bei Flutlicht ist natürlich umso cooler. Ja, schon ist ein spezielles Rennen. Also sowas gibt es bei uns im Rennkalender halt nicht. Und das Rennen ist echt also richtig cool. Und auch für die Zuschauer, die Fans, also die machen eine Stimmung. Also wie bei keinem anderen Rennen. 2 Stunden und eine Runde gilt es zu bewältigen. Das bedeutet 4,5 Kilometer und 200 Höhenmeter pro Runde. Die Herren radeln 11 Runden oder 50 Kilometer, die Damen 9 Runden und 40 Kilometer. Nicht nur im Zielraum fiebern die Zuschauer mit, sondern auch entlang des Rundkurses. Ja, ich finde, dass der Event immer super ist und dass er perfekt in die Gegend passt, weil Flachau ist eigentlich eine Bike-Destination und der Event, der passt genau zu uns. Ja, es ist schon sehr imposant, muss ich sagen, und gut organisiert, alles toll, ja. Die Bike Night ist Kombination aus Nachtrennen, einzigartigem Rennmodus, spannendem Rundkurs, herausfordernden Downhill-Passagen auf der weltberühmten Hermann-Mayer-Weltcup-Strecke. Und dazu coole Partystimmung mit tausenden Zuschauern. Flachau hat die Kompetenz wieder behauptet, wir können das, wir machen das, wir sind Eventkaiser und können wir stolz sein drauf. Und dann nach 2 Stunden und 16 Minuten ist es soweit. Hier kommt der fliegende Finne mit der Nummer 57. Es war ein gutes Rennen. Ich hatte genug Kraft in den Beinen. Die Downhill-Passage war schwierig, aber es ging von Runde zu Runde besser. Die Beste der Damen ist eine Bekannte, hat sie doch auch 2017 in Flachau gewonnen. Wirklich wahnsinnig cool. Also wie gesagt, ein echt cooles Publikum und auch eine coole Strecke und wahnsinnig Kulisse. Und mal was anderes in der Nacht zu fahren, ein bisschen ungewohnt, um die späte Zeit starten, aber es macht jedes Jahr wieder Spaß. Anschließend wird es dann noch gefeiert, auch von jenen, die nicht am Stockerl stehen. Es ist nämlich eine großartige Leistung, an der Bike Night in Flachau teilzunehmen.